Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspielauftakt am Samstag gegen den Wolfsberger C mit Cheftrainer Miroslav Klose und Lukas Guganik. Miro, für dich die Premiere hier vor eigenem Publikum in Altach. Wie wichtig ist für dich der Faktor Zuschauer? Ja, sehr wichtig. Also ich glaube, wenn man eine Karriere auch gespielt hat und der Fußball lebt von den Zuschauern und ich war selbst Fan früher und habe mir immer gewünscht, irgendwann mal da unten zu stehen und selbst die Fans zu begeistern. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile Trainer und deswegen ist mein Fußball auch so ausgerichtet, dass er auch die Fans mitnimmt und begeistert. Und ja, deswegen bin ich unheimlich glücklich, mein erstes Spiel morgen hier zu absolvieren mit der Mannschaft. Und ja, bin da guter Dinge, dass wir da erfolgreich sind. Lukas, für dich auch insofern ein besonderes Spiel, weil es gegen den Bruder geht. Wie viel Anreiz ist es, dem jüngeren Bruder da morgen ein Bein zu stellen? Ja, wäre natürlich schon schön, wenn wir WRC schlagen könnten, natürlich. Aber da geht es jetzt nicht nur um meinen Bruder, sondern generell auch für uns wäre es enorm wichtig, wenn wir jetzt anschreiben könnten. Und ja, da werden wir alles dafür geben, dass wir am Ende dann die 3 Punkte auch hier behalten können. Bitte um eure Fragen. Miro, gleich anknüpfend an deine Worte. Guter Dinge ist der Trainer, weshalb? Weil wir eine sehr gute Trainingswoche hatten. Ja, deswegen haben wir viele Sachen ausprobiert und einstudiert und haben das letzte Spiel sehr ordentlich aufgearbeitet. Und ja, deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich und guter Dinge. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal ein bisschen Aufarbeitung. Die Detailanalyse am Tag danach oder wann immer das stattgefunden hat, ist noch irgendwas Spezielles herausgekommen, wo von Interesse wäre? Nicht wirklich, außer dass wir viele Sachen uns selbst zuzuschreiben haben. Ja, und wenn wir die schaffen, abzustellen, diese eigenen Fehler, dann sieht das alles schon viel, viel besser aus. Und ja, das haben wir analysiert und das muss man auch so machen, damit wir auch weiterkommen, ja, damit die Fehler klar analysiert werden, klar aufgezeigt werden und auch die Lösungen, ja, das ist ja auch entscheidend, dass man, wenn man Fehler macht, passiert ja auch das, dass man der Mannschaft zeigen muss, wo sind dann auch die Lösungen, ja, oder wie reagiert man, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Und das haben wir aufgearbeitet und ja, Feedback von der Mannschaft war sehr ordentlich. Und deswegen ist es schön für mich und deswegen bin ich auch so guter Dinge. Das letzte Mal vor dem Auftaktspiel zumindest 8 Positionen als fix schon genannt. Hat das Spiel, das man jetzt in Hartberg verloren hat, ein bisschen was verändert in den Überlegungen, was die Aufstellung betrifft? Willst du ein bisschen was anders probieren? Ja, hat's, aber das hat weniger damit zu tun, dass Spieler das schlecht gemacht haben, sondern vielmehr mit dem Gegner, der uns erwartet. Ja, und deswegen sage ich keine Zahl, wie ich es letzte Mal genannt habe, vor dem heutigen Abschlusstraining. Und deswegen wird es Veränderungen geben, das weiß ich. Weil darüber habe ich schon mit unserem Staff-Team gesprochen und lasst euch mal überraschen. Frage zu den Spielern, die das letzte Mal gefehlt haben. Sind die jetzt, sind einige davon wieder fit oder gibt es neue Verletzte? Nee, nicht wirklich. Also Manuel Schreiner und Felix Strauß. Felix ist ein Stück weiter. Ne? Manuel hat jetzt drin angefangen. Der ist jetzt die letzten 3 Tage, hat er mit Laufen begonnen und jetzt geht es mit dem Ball auf den Platz. Und bei Felix hat er eine knappe Trainingswoche. Und da müssen wir heute nach dem Training schauen, wie es verkraftet hat. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Du triffst mit Wolfsberg einen deutschen Kollegen, den Robin Dutt. Hast du denn mit dem schon irgendwann einmal Berührungspunkte gehabt? Ja, vor kurzem in Wien, bei der offiziellen Pressekonferenz. Ja. Aber sonst nicht? Nein. Als Bayern-Spieler? Bitte? Als Bayern-Spieler, als in Frankfurt? Weiß ich nicht. Vielleicht kann ich mich daran nicht erinnern.
Lukas, Frage an dich. War ja durchaus, wenn wir nochmal ganz kurz zurückblicken in der ersten Halbzeit, ich sage jetzt etwas, was in den Altacher Spielen auch in der vergangenen Saison oft stattgefunden hat. Man war ein bisschen zu wenig knackig drinnen. Und dann hat sich was geändert, eindeutig zur zweiten Halbzeit. Wie hat denn der Trainer euch da erwischt? Wie hat er euch erreicht? Ja, ich glaube, dass alle, die am Platz gestanden sind, haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir nicht richtig drin waren im Spiel. Und wir haben dann in der Halbzeit ein paar gute Lösungen so an die Hand bekommen, haben nochmal angesprochen, welche Räume wir dann bespielen wollen. Und ja, das haben wir auch angesprochen, dass wir weniger Fehler im Ballbesitz machen müssen, weil uns das, glaube ich, erste Halbzeit viele Probleme bereitet hat, weil wir einfach viele Bälle verloren haben. Ja, und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit zum Glück viel besser gemacht und haben dann auch Hartberg dominiert, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Und das sollte auch Mut geben fürs Spiel morgen, dass wir dann von Anfang an das so umsetzen, wie wir es haben. Miroslav, du hast gesagt, die Veränderungen kommen durch den Gegner. Wie schätzt du den Gegner ein? Was weißt du vom Gegner? Ja, mittlerweile glaube ich, ist das so, dass ich viel mehr Spiele gesehen habe und auch viel mehr Infos bekomme vom Gegner. Habe selbst das Spiel, wo sie zu Hause bestritten haben, gesehen. Habe mir jetzt das Mailand-Spiel angeschaut unter der Woche. Da haben sie zwar viele Spiele ausgewechselt, aber letztendlich bekommt man von jedem Spieler so ein bisschen einen Eindruck, wo ich mir was aufgeschrieben habe. Und grundsätzlich ist es ein sehr gefährlicher Gegner. Ja, der kann für uns gefährlich werden, weil der direkte Ballbesitz direkt nach vorne ist. Ja, da muss unser Umschaltspiel halt wirklich, wirklich gut sein und unsere Risikobereitschaft bei unseren Pässen darf nicht allzu hoch sein und zu riskant. Und deswegen glaube ich schon, dass wir erstmal viel Ballbesitz wieder haben möchten und sehr dominant zu Hause auch auftreten möchten. Ja, das steht fest und das wollen wir auch und versuchen das ein oder andere Ding besser zu machen wie gegen Hartberg. Aber es ist schon klar, dass das ein variabler Gegner ist, ja, dass wir uns auf viele Sachen vorbereiten müssen und schauen mal, wie es die Jungs umsetzen können. Viel Ballbesitz, das ist ja auch deine Spielphilosophie, beinhaltet natürlich auch, was das Umschaltspiel des Gegners betrifft, wenig Fehler zu machen. Du hast diese Woche, kurz habe ich es gesehen, geübt, viele Anspielstationen zu haben. Also der ballspielende oder ballführende Spieler muss viele Stationen haben, um den Ball spielen. Ist das so, ist man da schon ein Stück weiter inzwischen? Ja, ich glaube, viel ist nicht passiert und es wird auch jetzt in so einer kurzer Zeit nicht besser werden. Ja, man hat ja nur ein paar Einheiten, aber wie ich schon gesagt habe, ist es wichtig, dass man das halt auch anspricht und natürlich auch in gewissen Räumen dann auch trainiert, wo der Druck halt vom Gegner drauf ist. Ja, nur so verbessert man sich. Ja, wenn man auch Fehler macht, die klar anspricht und dann versucht, das zu üben und zu trainieren und dann wird es Stück für Stück immer besser. Ja. Und das haben wir die Woche versucht zu machen, auch unter Gegnerdruck, auch unter Gleichzahl. Ja, weil der Gegner oft Gleichzahl auch zustellt, ja, da wäre viel Bewegung ohne Ball nötig ist. Und das habe ich der Mannschaft nicht an die Hand gegeben. Das ist klar, dass die halt Lösung ist. Wenn nur der da am Ball ist und der als nächstes angespielt wird, wird das nicht funktionieren morgen. Lukas, eine Frage. Du hast sicher mit deinem Bruder diese Woche das eine oder andere Mal telefoniert. Sprecht ihr euch morgen noch vor dem Spiel oder wartet ihr bis nach dem Spiel? Ja, wir haben schon ein paar Mal Kontakt gehabt, aber morgen vor dem Spiel, ich weiß nicht, wenn wir uns mal kurz sehen vor dem Spiel, ja, wenn wir kurz quatschen, aber ich glaube, die Hauptkommunikation wird dann, glaube ich, nach dem Spiel stattfinden, je nachdem, wie schnell sie dann auch weg müssen wieder, aber ja, vor dem Spiel wird nicht großartig viel da geredet werden, aber ich glaube, danach werden wir auch die Zeit finden, dass wir uns dann unterhalten. Lukas, man hört es auch aus deinem Akzent, du warst sehr lange in Deutschland. Wie war es denn so, das erste Bundesligaspiel für dich in Österreich? Wie hast du es wahrgenommen? Ja, war
interessant. Man weiß halt nicht ganz genau, was so auf einen zukommt, weil natürlich schon eine andere Liga, vielleicht auch anderer Fokus im Spiel. Und ja, aber ich denke, ich habe mich relativ schnell dann zurechtgefunden so im Spiel. Bin dann auch gut reingekommen und ja, denke, dass das fürs erste Mal in Ordnung war. Habe natürlich nicht alles richtig gemacht, aber ich denke, fürs erste Mal war es in Ordnung. Und ja, war wie gesagt natürlich interessant zu sehen, wie der Fußball jetzt dann in Österreich so abläuft. Ja, es gab in den letzten, ich möchte nicht nur sagen in der vergangenen Saison, sondern bald schon die letzten zwei Saisonen, sehr, sehr oft problematische Starts zu Hause, dass man eben zu wenig aggressiv war, eigentlich genau das gemacht hat, was die Fans nicht wollen. Frage jetzt, ist das sozusagen andere Geschichte, weil es war früher, jetzt sozusagen ist der Miro Klose da und es sind ein paar andere Leute da, oder gibt es durchaus so etwas auch wie ein bisschen der Systemimmanenz? Also nur mit meiner Person draußen auf der Seitenlinie wird es nicht funktionieren. Also natürlich braucht man auch die ganze Mannschaft und braucht auch die Philosophie vom Trainer und das, was ich angesprochen habe, das müssen die Jungs und die Mannschaft dann auch umsetzen. Das ist klar. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen und das, was sich geändert hat, ist, wir wollen aktiver sein. Ja, wir wollen aktiver sein, wir wollen den Gegner zu Fehlern zwingen. Ja, und eher nicht dieses Abwartende und auf Fehler Wartende, das ist nicht meine Philosophie und auch überhaupt nicht meine DNA. So war ich als Spieler auch, weil ich viel lieber das alles gerne aktiver mache und so bin ich auch als Trainer. Und ja, deswegen, es wird morgen sicherlich nicht einfach, aber ich bin da wirklich guter Dinge, wenn die Jungs gute Beine haben, dass wir da für die Zuschauer wirklich ein anderes Spiel zeigen, aber es liegt an uns. Da ist ein Gegner auf dem Platz, das Spiel geht bei 0-0 los, das sind die ganzen Floskeln, aber letztendlich Dauer des Spiels, da wollen wir schon dominant auftreten und dann versuchen von den vielen Chancen, wo wir uns wirklich herausgearbeitet und herausgespielt haben, wenn das morgen der Fall ist, dann die eine oder andere zu nutzen. Und es ist sicherlich von Vorteil, wenn man 1-0 in Führung geht, das glaube ich schon. Und dann wird es vielleicht ein Befreiungsschlag bei der Mannschaft. Ja. Aber auch, wenn wir in Rückstand geraten. Ja. Die Mannschaft, die muss sich fangen, die muss gefestigt sein, das ist sie. Ja. Und das wird sich morgen dann alles zeigen, ja, wie gut wir darauf schon vorbereitet sind. Lukas, aktiver sein heißt auch für euch Spieler, viel zu kommunizieren, dass in Hartberg sicherlich in der zweiten Halbzeit besser funktioniert hat. Insgesamt, wie funktioniert schon die Kommunikation zwischen euch jetzt, vor allem in der Innenverteidigung miteinander, Richtung Torhüter, Richtung vordere Leute? Ja, ich habe das Gefühl, dass es von Woche zu Woche besser wird, weil es ist auch immer ein Prozess, finde ich, dass man dann wirklich maximales Vertrauen in seine Nebenleute hat und dann auch kommunikativ immer einen Schritt weiterkommt. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Prozess. Es wird immer besser, aber es wird sicher noch ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen dauern, bis das alles perfektioniert ist, bis wir dann wirklich uns blind vertrauen können und dann auch die Kommunikation so ist, dass so wenig Fehler wie möglich passieren. Vielleicht doch noch was zur familiären Situation. Wird neben dem Bruder sonst noch jemand von der Familie im Stadion sein? Ja, mein Papa wird im Stadion sein, auch Freunde von mir werden noch da sein, ja, aber sonst niemand. Und für wen wird der Papa sein? Ich weiß nicht, da haben wir nicht so drüber gesprochen, für wen er ist, aber ich glaube am Ende soll der Bessere gewinnen und dann wird auch jeder damit einverstanden sein. Kurz eine Frage zum Prozedere. Wann gibst du der Mannschaft die Aufstellung bekannt? Wann weiß die genau, wer spielt? Es ist mal so. Es ist unterschiedlich. Also machen wir auch am Matchtag jetzt nochmal schauen? Ja. Okay. Ja. Dann gibt es keine klaren Abläufe, sondern vom Gefühl wird vieles entschieden. Wenn wir Sachen einstudieren, dann wechseln wir auch die Formationen. Also das ist verschieden.
Gibt es noch Fragen? Lukas, wann habt ihr zuletzt zusammen gespielt, du und David? Zuletzt zusammen war es damals, glaube ich, beim FC Liefering. Sollte 2015, glaube ich. Bitte? 2015. Ja, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal zusammen am Platz. Ja. Seitdem haben wir keine Berührungspunkte mehr gehabt.